In einem orthonormierten Bezugssystem, wie viele Punkte des Kreises mit Zentrum 0, 0 und Radius 5 haben ganze Zahlen als Koordinaten? Wir zeichnen zuerst diesen Kreis in diesem orthonormierten Bezugssystem. Die kartesische Gleichung dieses Kreises ist x² plus y² gleich 5 im Quadrat, woraus wir schließen, dass y gleich ist zu plus minus Quadratwurzel aus 25 minus x im Quadrat. Wir erstellen jetzt eine kleine Tabelle, indem wir uns auf den ersten Quadranten konzentrieren. Wenn x 0 ist, dann ist y plus minus Quadratwurzel von 25, also plus minus 5. Wir arbeiten aber im ersten Quadranten, also ist y 5. Somit haben wir diesen Punkt mit ganzen Koordinaten. Wenn x 1 ist, wir ersetzen hier drin x durch 1 und finden für y die Quadratwurzel von 24. Aber das ist keine ganze Zahl. Wir sehen auch in der Zeichnung, wenn x 1 ist, dann ist die Ordinate keine ganze Zahl. Also dieser Punkt ist ausgeschlossen. Wenn x2 ist, genau dasselbe. Wenn x2 ist, ist die Ordinate keine ganze Zahl. Das sehen wir auch hier. Die Ordinate y wäre dann Quadratwurzel von 21. Aber wenn x3 ist, wir sehen in der Zeichnung schon, wenn x3 ist, dann ist y4. Das ist ein gefragter Punkt. Das sehen wir aber auch hier. Wenn wir x durch 3 ersetzen, dann haben wir die Quadratwurzel von 25 minus 9, das heißt die Quadratwurzel von 16, also 4. Das ist so ein gefragter Punkt. Wenn x 4 ist, dann ist y 3. Auch das ist einer der gefragten Punkte. Und dann haben wir noch, wenn x 5 ist, dann ist y 0. Da haben wir einen vierten Punkt. Zu diesen vier Punkten kommen noch diese acht Punkte hinzu und das ganz einfach durch Symmetrie. Und somit haben wir also insgesamt 12 solcher Punkte, das heißt, die Antwort D ist die richtige. Wir beantworten die nächste Frage aus der Mathematik-Olympiade im nächsten Tutorial.